Shalom, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Regierungskrise in Israel ist vorerst beendet. Die Siedlerpartei bleibt in der Koalition. Damit verfügt Ministerpräsident Benjamin Netanyahu weiterhin über eine knappe Mehrheit. Forderungen nach Neuwahlen hat er zurückgewiesen. In dieser sensiblen Sicherheitslage wäre es falsch, Neuwahlen anzusetzen, erklärte der Regierungschef. Zuvor war Verteidigungsminister Avigdor Liebermann zurückgetreten aus Protest gegen eine Waffenruhe mit der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen. Liebermann erklärte, der Waffenstillstand sei ein Einknicken vor dem Terror. Das Verteidigungsministerium wird künftig von Netanyahu selbst geführt. Das Komitee für Politik und Entkolonialisierung der Vereinten Nationen in New York hat an einem einzigen Tag 9 Resolutionen gegen Israel verabschiedet. Es wurden Politik und Menschenrechte in Israel angeprangert und eine Stärkung der palästinensischen Rechte gefordert. Keine einzige Resolution hat dabei palästinensische Terrororganisationen wie die Hamas verurteilt. Deutschland stimmte für fast alle Resolutionen, nur einmal enthielt sich der deutsche Vertreter. Die USA haben sich dagegen in allen 9 Abstimmungen an die Seite Israels gestellt. Kanada hat immerhin 7-mal mit Nein gestimmt. Israel hat erstmals einen christlichen Araber zum Botschafter des jüdischen Staates ernannt. George Diek soll Israel ab Sommer 2019 im schiitisch-islamisch geprägten Aserbaidschan vertreten. Er sei ein begabter Jurist und ein gefragter Redner, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums. Der 34 Jahre alte Diek habe die gesamte diplomatische Ausbildung durchlaufen und bereits als stellvertretender Botschafter in Nigeria und Norwegen gearbeitet. Er wurde in einer christlich-arabischen Familie im Tel Aviver Stadtteil Jaffa geboren und spricht fließend Arabisch, Hebräisch und Englisch sowie gut Französisch, wie es in einer Mitteilung des Außenministeriums heißt. Papst Franziskus und Israels Staatspräsident Reuven Rivlin haben sich gemeinsam gegen jegliche Form von Antisemitismus gewandt. Franziskus empfing den Gast aus Israel zu einer Privataudienz im Vatikan. Laut Rivlin sprachen die beiden 35 Minuten über Politik und Religion und hätten viel diskutiert. Der wachsende Antisemitismus in Europa und weltweit sowie die Förderung christlicher Pilgerfahrten ins Heilige Land seien Hauptthemen gewesen. Vorab hatte der Präsident mitgeteilt, er besuche Franziskus als echten Freund des Staates Israel und des jüdischen Volkes. Gold für Israel. Peter Palczyk hat den Grand Prix in den Niederlanden in der Gewichtsklasse bis 100 Kilo gewonnen. Es ist seine 2. Goldmedaille in Folge bei der Welt-Judo-Tour. Palczyks israelischer Teamkollege Baruch Schmeilow holte in Den Haag Silber in der Klasse unter 66 Kilogramm. Das israelische Judo-Team ist auf einem guten Weg für Olympia 2020 in Tokio, wo es zum Favoritenkreis zählt. Wir werfen einen Blick aufs Wetter. Die nächsten Tage werden wechselhaft. In Jerusalem liegen die Temperaturen zwischen 15 und 22 Grad. Von Sonne bis Regen ist alles dabei. In der Küstenstadt Haifa klettert das Thermometer auf bis zu 23 Grad. Es drohen Gewitter. Das waren die Meldungen für diese Woche. Tagesaktuelle Nachrichten aus Israel finden Sie auf unserer Webseite www.fokus-jerusalem.tv. Machen Sie es gut!